Da geht's weiter, okay. Ich will nochmal da in die Schränke gucken. Nichts. Nichts. Und wieder nichts. Ist doch blöd. Was ist denn das? Was war da? Artikel aus dem Daily Courier. London Daily Courier. Die Tragödie in Terra Gritia von Donatello Luzzaschi. Eine Bestie kriecht nach Europa, um dort das Licht der Welt zu erblicken. Und der Name Bestie als Federal Bioterrorism Commission. Ach, Federal, okay. Das Bemerkenswerte an dieser Bestie ist, dass das Federal Species Protection Committee, aus dem sie hervorging, an und für Such einen gänzlich anderer Charakter hatte und den USA im Kampf gegen Bioterrorismus beistehen sollte. Doch leider sorgte ein tragisches Ereignis in Europa dafür, dass die Bestie erwachte und nun nicht mehr ruhen zu wollen scheint. Die FBC übt inzwischen die alleinige und vollkommene Kontrolle über das von dem Biogefährdungsstörfall heimgesuchte Terra Gritia aus. Dies bedeutet, dass andere Staaten faktisch vom Krisenmanagement ausgeschlossen sind. Terra Gritia ist eine Stadt auf dem Wasser und wurde ursprünglich gemeinsam von US-amerikanischen und europäischen Teams entwickelt, um alternative Energien zu erforschen. Mit der Entwicklung der Stadt sollten gleichzeitig zwei Ziele verfolgt werden. Den Europäern lag daran, den Klimawandel aufzuhalten, und den Amerikanern ging es vornehmlich um die Erforschung neuer Energiequellen für den afrikanischen Kontinent. Diesem Doppelziel wurde durch die strategische Lokalisierung des Projektes im Mittelmeer entsprechend Rechnung getragen. Auch in puncto Verwaltung zeigte sich der kooperative Ansatz. Europa und die USA teilten sich die Verwaltungsaufgaben partnerschaftlich, so dass einige von Terra Gritia als einem Paradebeispiel für Zusammenarbeit über den Atlantik hinweg sprachen. Der Terroranschlag auf Terra Gritia hat all diesem nun ein Ende bereitet. Den Bedingungen des Abkommens über die Verwaltung Terra Gritias zufolge besitzt die USA und Europa im Falle einer terroristischen Attacke generell die gleichen Befugnisse. Lediglich in Fällen von Bioterrorismus übernimmt die FPC die alleinige Führungskontrolle. Die FPC wurde explizit zur Bekämpfung des Bioterrorismus geschaffen. Sie verfügt über ein Team von Elitesoldaten, das sich in permanenten Alarmbereitschaft befindet. An diesem Maßstab gemessen genießt sie die größten Privilegien aller Organisationen in Europa. In Krisenfällen ist sie durch die USA zur Übernahme der Befehlsgewalt befugt. Dies erklärt, wie die FPC die Kontrolle über das Krisenmanagement in Terra Gritia erhalten konnte. FPC-Kommissioner Morgan Lansdale kündigte an, dass man keine Einmischung durch die EU während der Krise dulden werde. Europäische Regierungen übten Druck auf Lansdale auf, doch ihre Rechte zu berücksichtigen, und rangen ihm das Zugeständnis ab, die BSAA, eine renommierte internationale agierende Zivilorganisation unter der Führung von Commander Clive R. O'Brien, hinzuzuziehen. Das Problem: obwohl O'Brien selbst Bioterrorismus-Experte ist, arbeitet er praktisch ohne unterstützendes Personal, was seine Handlungsfähigkeit deutlich einschränkt. Die Tragödie nimmt weiter ihren Lauf, und doch scheint sich die FPC nicht im Klaren zu sein über das ganze Ausmaß des Slides in Terra Gritia. Es bleibt abzuwarten, ob Lansdale in der Lage ist, dem Angriff entgegenzutreten, ohne dabei zu der Bestie wie Jeets zu werden. Aha. Oh Gott, das war jetzt viel Leserei für meinen Hals. Munition! Wow. Da kann ich mich nicht gerade schnell fortbewegen. Au! Ganz sicher nicht. Du bist zu jung für den Heldentod. Leiste was, bevor du dich opferst. Hoho. Oh, diesmal sterben die eindeutig schneller. Die sind jetzt nicht so stark wie die Vorgänger.
Plan. Kann ich hier rein? Ja. Aber ob ich hier was Nützliches finde? Doch, Munition. Ach, ich kann hier durch. Auf die andere Seite. Nicht gut. Du verlierst Blut. Es ist zu riskant, ihn zu bewegen. Er braucht erste Hilfe. Ja, das stimmt. Das braucht er wirklich. Okay, da geht's nicht weiter. Oh Mann, stirb bloß nicht weg. Raymond, ich muss Raymond über den Zaun helfen. Ja, wie denn? Hä? Ich muss Raymond über den Zaun helfen. Ja, und wie? Kann ich dem jetzt gerade ihr mal irgendwie in die Hand drücken oder so? Oder den irgendwo ablegen? Ja, wie denn? Herrgott! Hier sollten wir sicher sein. Ah, okay. Die medizinische Abteilung ist im vierten Stock. Da ist Verbandszeug. Wir kommen zurück, Kadett. Warte hier. Alles wird gut. Okay, gehen wir, Parker. Okay. Alles klar, gehen wir. Ach so. Ich muss jetzt wieder zurück. Gut. So. Und hier. Und da. Du Parker, ich will dir ja nicht reinreden, aber bist du zu dem Neuen nicht zu hart? Du meinst Raymond? Burschen wie er brauchen Härte, um erwachsen zu werden. Na schön. Und ihre kleinen Spielchen. Da hinten komme ich nicht lang. Das heißt, einmal hier rum. Perfekt. Treppenhaus. Nee, da unten kann ich wahrscheinlich nicht drüber. Mist, das nimmt kein Ende. Das nimmt echt kein Ende. So, ging jetzt echt nicht mehr anders. Okay, hier komme ich nicht durch. Ah, 4 von 5. 5 von 5. Hier lang. Der vierte Stock ist da lang. Was? Ja, aber da hieß doch gerade, dass ich nicht durchkomme, oder? Hey. Gehen wir mal nicht näher drauf ein. Dort sollten wir richtig sein. Oh, das sind auch schon wieder Viecher. Wie mir auf den Sack geht. Der da hinten hält. Das war... Au! Ich wollte gerade sagen, der da hinten merkt das gar nicht. So! Will ich? Will ich?
will ich... Was auch immer das ist. Tony Quirt aufgenommen. Also, genau was ich brauche. Will ich... Das sollte erstmal reichen. Will ich... Geht nicht. So geht es aber. Jawoll! Dann kann ich das hier ja wieder nehmen. Oh, Handgranate. Nehme ich auch. Nehme ich liebend gern. Tim. Mehr Hunter! Wer mich hört, komm zurück! Jemand hat Probleme. Wir sind schon auf dem Weg. Ich wusste, der Anfänger würde nerven. Er ist nicht schuld. Da hat er recht. Der ist wirklich nicht dran schuld. Oh. Wo kommen diese Viecher nur immer her? So. Verreckt. Hier durch. Zu Kadett. Du wirst nicht sterben. Ich befehle dir zu überleben. Wir kommen. Naja, so ein Befehl zu befolgen ist nicht unbedingt einfach. Au. So, hier geht mir auch gleich die Munition aus. Hey, du hast gut durchgehalten. Überlass das Kämpfen uns. Sau. Wo kommt ihr denn alle immer her? Sehr schön. Alles sicher. Perfekt. Jetzt kümmern wir uns um unseren Kadetten. Sau, einmal verarzten. Bist du schwer verletzt? Okay, Kadett. Jetzt habe ich was gut. Hey, verstehe. Du willst etwas erreichen. Aber genug Heldentaten. Du gefährdest damit deine ganze Einheit. Willkommen in der Realität. Ja, Sir. Okay, gleich geht's dir besser. Ich glaube, ich kann gehen. Dann komm mit. Der Aufzug zum Kommandoraum ist gleich dort. Gut, dann nehmen wir den mal wieder mit. Aber sollte wirklich aufpassen. Ja. Was? Der Aufzug vom Kommandoraum ist gleich wo? Kannst du dich bewegen? Ich wehre alles ab, was kommt. So. So, alles einsteigen. Irgendwas stimmt nicht. Das sieht schmerzhaft aus. Denk doch mal nach.
Die Ablieferung und Verteilung dieser BOWs, das ist viel zu professionell. Und wie haben sie es verdammt nochmal geschafft, das FBC-Netzwerk zu umgehen? Okay, das war jetzt nicht so nett. Außer jemand hat das alles geplant. Kadett, das geht zu weit. Wir sollen das Problem hier nicht untersuchen, sondern es lösen. Aber alles, was ich sage, ergibt Sinn. Da hat er nicht ganz Unrecht. Oh, das nehme ich alles liebend gerne. Oh, hier waren wir auch schon mal. Nein! Verdammt nochmal, da sind überall. Der Kommandoraum ist gleich da. Halt den Kadetten am Leben. Du bist verletzt, aber bitte halt durch. Halte den Kadetten am Leben. Wie es anhört. Was? Wo kommt ihr denn schon wieder her? Verreckt. So, jetzt ist mein Kraut auch wieder voll. Oh, nehme ich. Wo muss ich denn jetzt hin? Ne. Was? Verdammt. Falsche Seite. Hier drüben. Das passt besser. So, dann haben wir das hier mal gerade kaputt. Was haben wir hier? AMG-Munition. Da komme ich auch nicht drüber. Also dann hier. Pistolenmunition. Ach so, okay. Es noch nicht geschafft. Gib ihm Deckung. Wir kümmern uns darum. Kadett, du suchst Schutz im Kommandoraum. So. Ihr seid ihr immer noch nicht tot. Das wurde schon. Au. Verreckt. Na, das war's doch, oder? Das war wohl der letzte Hand. Hoffen wir es. Hoffentlich. Jetzt zum Kommandoraum. Ja, ich verstehe. Und ich kann dich gut hören. Das sind ja ganz hervorragende Neuigkeiten. Es läuft einfach alles ganz nach Plan. Dann viel Spaß noch bei der Party auf der Queen Dido, Norman. Morgan. Du wolltest, dass der Virus auf unserem Schiff ausbricht. Du hast uns ganz schön übers Ohr gehauen. Ich bin noch nicht fertig. Ihr erfüllt noch einen wichtigen Zweck? Mit dem Schiff haben wir eine kontrollierte Umgebung. Und die Daten über eure Mutation werden einer guten Sache dienen. Deine Dreistigkeit und dein egomanischer Ehrgeiz sind beeindruckend. Mich ekelt immer wieder an, was ihr Amerikaner euch ausdenkt. Ich nehme das mal als ein Kompliment. Wir wussten, dass du ein Risiko für uns darstellst. Also haben wir alle Interaktionen aufgezeichnet.
Wird das öffentlich, dann war es das für dich. Du, was du nicht lassen kannst. Der Einsatz des Satelliten wurde genehmigt. Der neue Virus wird damit vollständig ausgerottet. Du Bastard! Es führt dich gleich dahin, wo Antwort geben wird dein Auge, wenn du den Grund siehst von der Lüfte Regen. Ja! Oh Gott! Danke, dass der noch lebt! Wie hast du... Jessica ist entkommen. Wir waren so nah dran. Okay. Es tut mir leid, Raymond. Die ganze Zeit hattest du recht. Ja. Gut, dass jemand den Durchblick hatte. Dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen, Parker. Nächstes Mal rette ich Sie. Und wir machen uns zusammen aus dem Staub. Sie sind mein Mann, Kadett. Raymond erkannte, dass Morgan ein Betrüger ist. Also stellten wir ihm diese Falle. Die ganze Sache mit der Rückkehr von Vetro. Das Versteck in den Bergen. Die Koordination der Schiffe. Hallo, sorry, irgendwie ist mir ja mal wieder die Aufnahme mittendrin abgeschmiert. Diesmal aber leider mit meinem anderen Aufnahmegerät. War jetzt irgendwie ein bisschen blöd, aber ich hoffe, dass wir das in der Rückschau nochmal sehen, weil die Episode 11 ist nämlich jetzt zu Ende. Und ja... Aber ich werde jetzt hier einfach speichern. Trotz alledem wollte ich jetzt auch wieder eigentlich nur mich verabschieden. Es tut mir echt furchtbar leid, dass das jetzt wirklich so abrupt einfach abgebrochen ist. Das nervt mich gerade selbst total. Mir ist dann nämlich auch jetzt gerade das komplette Spiel abgeschmiert. Oder irgendwie hat es geruckelt und dann habe ich versucht, das wegen mir irgendwie zu laufen zu kriegen. Habe auf Start gedrückt und dann ja, war ich hier im Menü drinne. Ist jetzt gerade irgendwie etwas... Ja, es ist halt echt... blöd, aber okay. Ich guck mal, vielleicht lese ich es einfach jetzt gleich nochmal nach und kann ich dann so ein bisschen informieren, ne? Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüssi!